Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Eine ganz kurze, nicht unbedingt wichtige Information. Vielen wird es wahrscheinlich entgangen sein, weil sie die Apex Legends Version auf Englisch spielen, so wie mir. Ich hätte es nicht mitbekommen, aber viele Informationen, Nachrichten und so weiter haben mich erreicht kurz nach Start von Season 14. Irgendwie hat Octane eine andere Synchronstimme. Und da wurde ich oft gefragt, ob ich mehr weiß. Mittlerweile weiß ich mehr. Es ist tatsächlich bestätigt, Octane hat wirklich in Season 14 eine neue Synchronstimme bekommen. Da ich die Gründe kenne, aber EA-Partner bin, wäre das für mich ein Schuss ins Knie, wenn ich die Gründe offenlege. Deswegen muss ich leider meine Klappe halten. Da ich es nicht offenlege, sollte eure Fantasie vielleicht freien Lauf gelassen werden. Woran das liegen könnte, im Zweifel googelt es einfach selber, aber ich für mich möchte mich in Sicherheit wiegen, wenn ich es euch nicht verrate, weil wie gesagt, könnte ich einen auf den Deckel kriegen. Wäre nicht so geil. Ich habe es aber auch nur durch Zufall erfahren. Ich finde das jetzt nicht so geil, unbedingt eine Synchronstimme zu ändern. Im Endeffekt ist es ein bisschen wie bei den Simpsons um Humor. Da kam man nicht drum rum. Der Synchronsprecher ist gestorben, den musstest du ersetzen. Aber bei Octane ist das nicht der Fall. Die Synchronstimme von der Original-Synchronstimme auf der deutschen Version, der existiert noch, aber er macht es halt leider nicht mehr. Und er macht es nicht ganz freiwillig, nicht mehr. Mehr möchte ich aber dazu nicht sagen. Aber es gibt halt Stimmen, die kannst du nicht ersetzen. Und Octane ist sehr markant mit seinem mexikanischen Akzent und so weiter und so fort. Und dann passt das wahrscheinlich nicht so. Ich habe mir die deutsche Version tatsächlich noch nicht angehört, die neue. Ich könnte aber auch groß keine Vergleiche ziehen, weil ich ist schon seit Jahren nicht auf Deutsch spiele. Spiele aber keinen Leierkasten. Gebt mir mal ein Feedback. Wie findet ihr denn die neue Stimme? Gut, schlecht, okay, man kann sich dran gewöhnen, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall wie immer auf euer Feedback gespannt. Das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.